wenn ihr wissen wollt, wie ihr auch diesen Treasure Hunter Skin hier bekommt, dann bleibt dran. Aber ich würde sagen, hey Leute, ich bin's Conny und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir spielen heute den Sonic Speed Simulator. Event Treasure Hunter Knuckles. Oh mein Gott, was ist das denn hier? Wir haben Amy befreit von diesem Mystical Pink Kristall. Es hat erstellt einen Blast, der shattert alle von meinen Schätzen über die ganze Zone. Ja, helf mir, sie wiederzufinden. Ich werde dich rewarden. Und dann kriege ich, so einen Skin. Ich weiß nicht, wollen wir den Skin haben? Ja! Yay! Dann lasst ein Like und ein Abo da und dann legen wir doch mal los. Collect 1 Million Rings, dann kriege ich das. Was muss ich machen? Ach, 1 Million Ringe. 3000 Master Emerald Charts. Wenn die so weit verbreitet sind wie die von Amy, ist das gut. Wenn nicht, dann ist es anstrengend. Und Find Hidden Eggman Keys. Okay, dann müssen wir... Ich glaube, wir müssen mal ein Video machen, wie man alle Hidden Eggman Keys findet. Los geht's. Wo ist er? Wo ist er? Komisches Englisch. Was? Du hast Charts gesagt. Charts. Und das hat mich erinnert an ein Video von Jay und Aria, das ich heute geguckt habe. Und dieser eine von denen redet auch immer so. Der Officer. Aber ich dachte, die reden immer so gutes Englisch. Aber irgendwie so... Also der eine hat irgendwie übertrieben. Ja, es hört sich auch komisch an, wenn man Deutsch und Englisch miteinander mischt. Ich habe das manchmal in meinen Tutorials, wenn ich so ein englisches Wort aufsage, dann in den deutschen Satz rüber switche und den deutschen Satz dann noch so englisch betone. Das ist so richtig weird. So, also, Leute, hier, wo ich schon gesucht habe, da ist auf jeden Fall kein Eggman Key. Wo könnte er sein? Habt ihr eine Ahnung? Ich hab wirklich keine Ahnung. Wo soll ich denn jetzt suchen? Gibt's eine neue Welt? Nee, Hilltop. Ich habe übrigens Hilltop freigeschaltet. Ich bin sehr froh darüber. Jemand hat mir in die Kommentare geschrieben, Hilltop gibt's ab 7 Rebirths. Wie erklärst du dir, dass du in meinem Video einfach gesehen hast, dass da 10 Rebirths stand? Während ich Real das gesagt habe? Talk. Und ich hau jetzt ab, damit Anton in Ruhe sein Video machen kann. Genau. Ciao. Er will einfach nicht abhauen, ich hasse ihn. Leute, schreibt Emma. Nein, nein, ich will hoch! Bruh. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall hoch und ich will... Ich will jetzt mal so einen Key finden. Wo sind die Keys? Na, sie sind hidden. Dann werden die wahrscheinlich nicht auf den Main Path sein, sondern so abseits, wie in diesem Loch hier. In dem Loch war nichts. Okay. Oh ne, sag nicht, die sind gut versteckt. Wahrscheinlich sind sie nicht gut versteckt. Okay, die Emeralds sind jetzt auch gespawnt. Das heißt, ja, ich gehe mal davon aus, dass wir die jetzt auch finden werden. Ja, hier sind ein paar Emeralds. Das scheinen dieselben Stellen zu sein, an denen auch die... Ja, es sind dieselben Stellen, an denen auch die Kristalle von Amy waren. Das bedeutet, das mit den Emeralds wird gar nicht schwer, die alle zu finden. Vor allem, weil wir nur 3000 diesmal brauchen. Es gibt natürlich keine Zwischenbelohnung, das ist dann nicht so belohnend wie bei dem Amy-Event, wo man ja immer mal wieder ein bisschen was freigeschaltet hat zwischendurch. Aber, ja komm, kann man machen. Kann man sich gönnen. Und falls ihr nicht wusstet, wo die Amy-Kristalle sind, dann schaut euch nicht mein letztes Video dazu an, weil da habe ich das gar nicht gezeigt. Ich habe das alles AFK offscreen gemacht. Also ich würde sagen, ich gehe einfach mal, weil viel mehr von den Kristallen werde ich nicht finden, es sei denn, die respawnen hier auch so häufig. Dann gehe ich einfach mal Hilltop. Bei Hilltop habe ich gar nicht die Amy-Kristalle sammeln können, weil ich habe Hilltop erst freigeschaltet mit meinen 10 Rebirths, als ich Amy's Skin schon hatte. Dürfen wir rein? Na klar könnt ihr rein, aber ich werde nicht mit euch interagieren. Oh mein Gott, hier sind direkt Kristalle am Anfang. Oh mein Gott. Blub, 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 blub. Alter, was ist das denn hier für ein Feld? Alle meins! Oh, ich wünschte, ich hätte noch ein Magnet. Ich hatte einmal hier so ein Magnet an, da habe ich alles aufgesammelt. Das war so cool. Es war so geil, Digga. Okay, weiter geht's. Wo sind die Kristalle? Hey Conny, benutze für deine YouTube-Videos No Copyright Music? Ich benutze für meine YouTube-Videos größtenteils Musik, für die ich die Lizenzen gekauft habe. Und zwischendurch benutze ich inzwischen auch schon sehr viel Musik, die lizenzfrei ist. Lizenzfreie Musik findet man nicht so leicht. Aber irgendwann findet man halt was und das legt man sich halt Sammlungen über die Zeit an. Und die benutze ich auch. So, ich will jetzt aber mal hier auf so ein Rail gleiten. Und dass da die ganzen Charts drauf sind. Ein Key habe ich noch nirgends gesehen. Vielleicht bin ich auch an einem Key vorbeigelaufen. Aber ich sehe niemanden in den Chats. Da war ein Key, da war ein Key. Also gehe ich mal... Oh, als ob ich das hier nicht hochschaffe. Na gut, ich schaff's nicht hoch. Also ich gehe... Wow. Einfach mal davon aus, dass ich noch an keinem Key vorbeigelaufen bin. Nehme einfach mal hier die Charts mit. Geil. Ich habe schon 276 von 3000. Das ist wirklich eine deprimierendere Anzeige als bei dem letzten Event. Wo man ja... 3000 von 5000 hatte für den Amy-Skin von Anfang an. Und die Dinger sind weg. Okay. Dann müssen wir jetzt unbedingt mal
den Key finden. Wo sind sie? Ich glaube, die werden off-track sein, oder? Kannst du die Belohnung vom neuen Event zeigen? Okay, ich kann die Belohnung noch einmal zeigen. Dafür muss ich nochmal zurück zum Anfang. Oder ich kann einfach auf Event klicken und dann sehen wir es. Also, einmal gibt es hier so ein Schau. Juckt mich nicht. Dann gibt es so eine komische, so ein Trail hier. Das könnte interessant sein. Dann noch so ein Schau. Und als Grand Prize natürlich dieser Skin hier von Knuckles. Und für den Skin müsst ihr all diese drei Quests hier machen. Eine der Quests ist die Emerald Shards zu sammeln, ihr seht. Es hat sich jetzt langsam angefühlt, aber der Bar ist schon ziemlich weit. Collect 1 Million Ringe ist, glaube ich, sehr viel schwerer, weil ich habe hier selber ewig gebraucht, um 1 Million zusammenzubekommen. Und die Hidden Eggman Keys, die müsste man wirklich suchen. Aber ehrlich gesagt, ich habe gar keine Lust, 30 Hidden Eggman Keys zu suchen. Was soll ich denn jetzt machen, Leute? Ich will einfach wissen, wo die sind. Warum können wir das Spiel nicht einfach die Karte geben, wo die alle drauf sind? Dann kann ich euch das einfach zeigen. Das wäre doch viel cooler. Na gut. Alle 7 Minuten sind die Keys da und dann verschwinden die. Ja, ja. Wie bei Amy. Hui. Ich glaube, die Strecke gehe ich nicht. Ich gehe woanders lang. Ich gehe mal hier lang. So, hier kann ich dann lang grinden. Die Gear ist nichts random. In dem Spiel ist nichts random, Leute. Noch nie war irgendwas random. Jeder einzelne Shard ist immer an derselben Position. Jeder Ring ist immer an der gleichen Position. Also werden auch die Keys an der gleichen Position sein, genauso wie die Emeralds immer an der gleichen Position sind. Es fühlt sich vielleicht random an, wie sie spawnen, aber selbst dahinter ist ein System. Ey, die Shards sind wieder da. Jetzt kann ich einfach lang grinden und bekomme ein paar von denen. Perfekt. Aber so schnell geht's gar nicht. Hier sind auch nicht so viele verteilt auf den Raids. Aber ich grind einfach weiter. Ich meine, solange hier überall diese ganzen Emerald Shards sind, dann gönne ich mir die auch. Ihr seht, die Anzeige geht ordentlich hoch. Ah, jetzt nicht mehr. Jetzt ist hier wieder nichts. Immer noch nichts. Bitte, ich will jetzt langsam wieder was bekommen. Hallo? Okay, das war's. Muss ich wohl damit leben. So, ich nehme auf jeden Fall die Dinger mit. Und dann nehme ich hier unten die Dinger mit. Ich auch. Dankeschön. Und bam. Und dann nehme ich wieder die Emeralds hier alle mit. Und hierauf. Yeah! Was sollte das denn? So, ich würde es begrüßen, wenn jetzt hier ein paar Emeralds kommen. Aber hier liegen keine. Na gut. Aber ich finde wirklich, Hilltop ist eine sehr schöne Map, um zu farmen. Hilltop kann man einfach sehr weit laufen. Oh Gott. Hier fahre ich jedes Mal runter. Jetzt schon 2 Mal in diesem Stream. Das kann nicht wahr sein. Naja, sammeln auf jeden Fall die Emeralds hier noch ein. Aber wo die Keys sind, ich habe keine Ahnung. Ich meine, es kann nicht sein, dass die wollen, dass man absolut abseits oder abseits von der Map läuft. Weil wenn die das wirklich wollen würden, dann würden sie die Maps außen auch ein bisschen detaillierter bauen. Aber wenn man ja so ein bisschen Abstand nimmt vom Main Track, dann merkt man ja, dass die Maps teilweise sehr unvollständig aufgebaut sind. Deswegen müssten die Keys doch auch irgendwo auf dem Track oder zumindest in der Nähe von einem Track zu sehen sein. Naja, wir werden es sehen. Ich gucke einfach mal hier lang. Yay! Zu weit! Nein! Konnte gar nicht mehr gegensteuern. Mal, wenn ich hier hinlaufe, hier wäre so ein Punkt, hier würde ich einen Key verstecken. Aber die verstecken hier keine Keys. Weil guck mal, hier ist das nicht so detailliert gebaut. Hier sieht man, wie die Matrix bröckelt. Man sieht hier einfach das und dann sieht man das und denkt sich so, Bro, was ist das? Was ist das? Was ist das für eine Kante hier? Weg! Magic! Jetzt ist sie wieder da. Jetzt ist sie wieder weg. Deswegen werden hier wahrscheinlich keine Keys zu finden sein. Ich komme hier aber auch nicht hoch. Ich habe versagt, Leute. Ich habe euch im Stich gelassen. Ja, ich komme hier nicht hoch. Na gut. Laufen wir mal hier runter. Mal, das hier ist doch so schön abseits. Da läuft doch niemand lang. Hier müssen doch hier mal diese Keys sein. Ich kann aber auch verstehen, dass sie die Keys nicht in Hilltop platzieren. Weil Hilltop braucht man ja wirklich 10 Rebirths für. Und Leute, die neu anfangen mit dem Spiel, die würden sich dann auch so denken, bruh, ich möchte den coolen neuen Knuckles-Skin haben. Und dafür brauche ich 10 Rebirths. Das macht Sinn. Ich glaube, ich gehe mal in die ersten Welten wieder zurück. Gibt es eigentlich einen Tipp zu diesen Keys? Nö. Okay. Dann zurück zu Green Hill. Ich habe den Knuckles mit Robux gekauft. Ja, das kann man natürlich auch machen. Aber ich würde gerne zumindest sehen, wie die Keys versteckt sind. Ich gehe nicht davon aus, dass ich es jetzt schaffe, alle Keys zu finden. Aber ich würde gerne alle Keys finden. Das wäre schon cool. Das hier ist so ein Path. Da könnte der doch drauf sein. Hey. Yeah, jetzt aber. Und hier ist er nicht drauf. Na gut. Und ich häng fest. Ich häng fest, Leute. Nein. Okay, es geht wieder gut. Es geht wieder gut. Da! Nee, das war eine Blume. Ich fange an, Sachen zu sehen, Leute. Ich krieg Halluzinationen. Wo ist der Key? Wo ist der Key? Ich will ihn haben. Da hinten geht's rüber zu Welt 2, aber ich will nicht Welt 2. Ich will alle Keys, die es in Welt 1 gibt. Na gut, wir suchen einfach weiter. Wie wär's denn mit
Ich gucke erstmal nach hier. Weil hier kann ich ja auf das Rail rauf. So, Dreck bin nichts. Okay. Boing. Nein, nicht so weit. Dankeschön. Und hier oben ist auch kein Key. Könnt ihr euch das vorstellen? Aber vielleicht muss ich auch einfach erstmal den normalen Knuckles-Skin anziehen, weil sonst finde ich die sowieso nicht. Und jetzt sind so auf einmal die ganzen Keys da. So, auf jeden Fall sind die ganzen Emeralds jetzt da. Die kann ich nochmal einsammeln. Hier mal durchlaufen, dann finden wir da hinten nochmal sehr viele auf dem Track. Da kommen sie jetzt. Emeralds, Emeralds, Emeralds. Und jetzt kommt dieser Part, wo er sich splittet. Das heißt, hier gehe ich wieder zurück und gönne mir dann die Emeralds von hier unten. Ja, danke. Dann gehe ich einmal hier hoch und gucke einfach mal in die zweite Welt. Weil in der ersten Welt finde ich nichts. Finde ich schade, dass ich in der ersten Welt nichts finde. Spielst du heute Donators? Wahrscheinlich nicht. Nur wenn ein gewisser Crafter sich noch meldet. Warum mache ich das? Ich mache zweimal denselben Fehler. Okay, ich laufe hier ganz normal. Ja, ich hab's verstanden. Was? Nein! Was war das denn? Ich habe Leertaste gedrückt. Boing, boing, boing. Wisst ihr, mit Knuckles kann ich noch nicht so gut. Mit dem habe ich bisher kaum gespielt. Das liegt alles am Skin, Leute. So, und hier habe ich übrigens meine Crystal Shards für Amy zusammengefarmt in der Welt. Weil ich hatte ja Hilltop noch nicht. Und da ging es wirklich für mich zumindest in der Welt am besten. Hier ist man einfach lang gegleitet und yeah. Man hat einfach viele Dinger bekommen. Und hier oben würde ich auch wieder so einen Schlüssel erwarten. Aber hier ist keiner, okay. Nein, ja. So, dann sind hier drüben welche. Aber immer noch kein Key. Okay, sie sind weg. So, wo finden wir die Hidden Eggman Keys? Leute, könnt ihr mal eure Vermutungen in den Chat schreiben? Und es gab ja Leute, die meinten, sie hätten schon zwei Keys gefunden. Könnt ihr mir sagen, wo? Und ach, schön zu sehen. Das Portal da hinten ist wieder da. Das war ja irgendwie beim letzten Event nur der Ring. Naja. Ist hier ein Hidden Eggman Key? Nein. Ist hier ein Hidden Eggman Key? Hier? Nein. Vielleicht gibt es keine Hidden Eggman Keys. Ich kenne einen Spot, da ist gerade nichts. Okay, heißt das, die Hidden Eggman Keys sind auch noch verteilt? Das wäre ja richtig blöd. Also mit verteilt meine ich, die sind auch noch zeitlich begrenzt. Dann ist das ja richtig nervig. Wenn ich Sachen suchen soll, die an bestimmten Spots sind und dann auch nicht immer an den Spots sind. Wo sind wir hier in Pokémon? Ich weiß noch, wen Pokémon da immer in dem Pokédex stand. Mew befindet sich gerade in dieser Welt. Ja, aber ich befinde mich nicht in dieser Welt. Und wenn ich dort bin, dann ist Mew dort nicht mehr. Was bringt mir diese Information, hä? Oh, lol, da hätte ich durchgekonnt mit mehr Speed. Naja, wir warten nochmal, bis irgendwo steht, dass die Hidden Eggman Keys gespawnt sind. Hä? Dann gucke ich einmal kurz auf den Chat, dann mache ich diesen Move. Was ist passiert? Ist ja auch egal. Auf den Arm von dem Roboter in Lost Valley. Okay, dann gehe ich da mal hin. Den Roboter habe ich ja auch erst beim letzten Mal entdeckt. Guck mal, jetzt steht da sogar Eggman's Secret Keys spawned in Lost Valley. Warte, in Lost Valley, da steht dann wirklich die Region, in der die sind. Okay. Da oben! Oh mein Gott, ihr Ehrenmänner. Danke für den Tipp. Lass mich rauf. Ich habe einen! Ich habe einen! Dankeschön. Okay, das heißt, in Lost Valley sind jetzt die Keys versteckt. Und wo? Aber wenn die auf dem Arm sind, dann sind die ja wirklich hidden. Dann sind die ja wirklich abseits. Und das, obwohl das Spiel einen sonst nicht wirklich abseits gepult hat. Komisch. Na, wieder hinter der Maschine oder so? Nee. Okay. Vielleicht hier ganz... Na, Hidden Key könnte man nicht sagen, wenn die hier so öffentlich sind, wo die ganzen Emeralds sind. Aber die Emeralds sammle ich trotzdem ein. Aber wo sind weitere Hidden Keys? Auf einer Palme in Lost Valley. Auf einer Palme. Okay, dann gucke ich einfach mal, ob ich auf den Palmen irgendwo was sehen kann. Ich habe gerade so ein Jing-Geräusch gehört. Als ob hier was wäre in der Nähe. Aber ich sehe nichts. Okay. Wo könnte noch was sein, Leute? Hier schon mal nicht. Hier auch nicht. Boah, ich bin gerade wirklich mit... Ich laufe hier gerade mit Tunnelblick durch die Welt. Ich gucke die ganze Zeit nur was am Horizont. Es kann sein, dass ich einfach straight an irgendwelchen Sachen vorbeilaufe, weil ich nur gucke, was entfernt zu sehen wäre. Da oben ist einer. Und ich weiß, wie ich da hinkomme. Oh, bitte, bleib da. Bleib kurz da. Nur einen Augenblick. Warte nur. Warte nur ein Stückchen. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Gib mir einen Augenblick. Bitte geh nicht weg. Ich bin gleich da. Nein! Ich habe versagt! Nein! Ich habe absolut versagt. Das ist meine Schuld, wenn ich es jetzt nicht schaffe. Es ist jetzt so meine Schuld. Das Update ist mir nicht so meins. Ja, es ist wieder sehr viel sammeln. Sehr viel sammeln hält einen halt lange in dem Spiel. Und in Roblox ist es wichtig, dass man die Leute aktiv im Spiel behält. Aber ja, ich verstehe es. Ey, nein! Was sollte das denn? Okay, sie sind weg. Obwohl, nur die Master Emerald Pieces. Lass mich da rauf. Lass mich rauf.
Ah, nein! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ja, 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 ja! Ah! Ich hab den zweiten Key! Okay. Auf einer Palme hieß es noch. Auf welcher Palme? Noch sehe ich hier nichts. Warte, war da unten? Nein, das habe ich mir nur eingebildet. Aber hier hinten auch nicht. Und hier hinten auch nicht. Und hier kann man sowieso nicht berühren, guckt. Oh doch, man kann das jetzt berühren. Ach, wie schön. Das hat endlich eine Hitbox. Das hat mich so genervt, dass dieses hübsche Model hier alles keine Hitbox hat. Na gut. Auf der Palme? Nee. Auf der Palme? Nee. Auf der Palme? Nee. Auf der Palme auch nicht. Auf den Palmen hier auch nicht. Wo sind sie denn? Am Spawn, am Anfang. Okay, ich guck noch einmal an den Anfang. Was ist da eigentlich mit der Textur los? Ach, jetzt geht's wieder. Also ich sehe auf den Palmen hier nichts. Die hier auch nicht. Oh, ich weiß nicht, welche ihr meint. Ich sehe sie nicht. Jemand ist da hochgesprungen. Ich folge ihm einfach mal, weil der läuft einen interessanten Path hier. Also hier oben sehe ich nichts. Okay, sie sind jetzt weg. Ne, Emerald Pieces sind gespawnt, okay. Aber ich sehe hier keinen Schlüssel auf dieser Palme. Es wäre ziemlich blöd, was zu verstecken, was man nicht mal sehen kann. Ah. Den neuen Knuckles mag ich als Skin. Ja, das ist ein schöner Skin. Den Amy Skin fühle ich nicht so. Ja, das ist halt Geschmackssache. Den Knuckles Skin schon. Da oben ist einer, okay. Da oben ist einer. Komm, komm ran, Bursche. Ah, ja. Hier oben ist einer. Sehr gut. Ist da oben noch einer? Nee. Okay. Wir müssen gucken. Die sind wirklich versteckt, Leute. Die sind wirklich versteckt. Oh, mir ist heute nicht nach Ostern. Mir ist viel zu warm für Ostern, Leute. Nein, ich bin einfach abgerutscht. Na gut. Ich gucke jetzt die ganze Zeit hier am Spawn. Auch wenn ich hier nichts finde. Versuche nochmal hier raufzuspringen. Ich finde den Tails-Skin am besten. Der Tails feiere ich auch. Okay, hier ist eine unsichtbare Wand. Also, aber wenn sich jetzt wirklich was in dieser Palme befindet, dann werde ich es jetzt herausfinden. Ich werde es nicht herausfinden. Und die Keys sind weg. Ich werde es doch nicht herausfinden, Leute. Na gut, dann nehmen wir einmal ein paar Sachen hier. Aber da kommt wirklich immer nichts raus. Jetzt kriege ich 500 Ringe. Yeah. Und ich soll 1 Million zusammenbekommen. Wow. 300 Ringe. Wow, wird ja immer besser. Und das ist cool. Triple Ringe kann man mitnehmen. Aber noch viel geiler ist Magnet. Ja, Magnet ist geil. Damit kann man leben. Guckt euch das an. Yeah, einfach alle aufgesammelt. Damit gehe ich jetzt zu Hilltop. In Details am besten. Ja, aber solange ich jetzt für den Knuckles Skin farme, werde ich Knuckles laufen. So, und dann laufe ich hier einfach neu. Die Master Emerald Pieces sind weg. Aber da waren eben noch 2. Und jetzt sind hier noch welche. Also irgendwie, weil ich weiß nicht, worüber ihr sprecht, aber... Guck mal, ich kann jetzt hier richtig an den vorbeilaufen und ich sammle trotzdem alles ein. Das Beste ist, ich habe jetzt Triple Ringe und Magnet. Das bedeutet, an jedem Ring, an dem ich vorbeilaufe, kriege ich einfach dreifach. Und das bringt mir dann wirklich was. Wenn ich jetzt diese 1 Million Ringe zusammenfarme für das Event. Bitte, 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 bitte. Ja! Oh Gott! Ich dachte eben, ich schaff's nicht. Oh Gott. So. Ich sammle einfach alles ein. Das ist so schön. Ich brauche mir gar nicht mehr die Mühe machen, genau über die Sachen rüber zu laufen. Ich krieg alles. Ich krieg einfach alles. Ja. Sehr gut. Bis dann hoffentlich die Emerald Keys mal hier in Hilltop spawnen. Bitte. Emerald Keys, ich meine die komischen Dr. Eggman Keys. Oh Gott. Hier unten verliere ich immer die Kontrolle. Ich würde jetzt aber gerne mal hier rauf. Ah, ich schaff's nicht ganz darauf. Ich finde schon meinen Weg. So, yeah. Das sind echt nicht viele Sachen. Ah, jetzt. So, sie sind... Master Emerald Pieces sind gespawnt. Und Treasure Hunt, Eggman's Keys in Green Hill. Na gut, dann müssen wir wohl doch zurück nach Green Hill. Aber einmal müssen wir hier das Rail noch lang grinden. Einmal grinden wir noch lang. Und da hinten, ist da der Spawn? Ich weiß nicht mehr, wo der Spawn ist. Ich habe die Orientierung verloren. Okay, ich glaube, ich springe einfach runter. Dann finde ich den Weg zu Green Hill wieder. So, und jetzt suchen wir einfach mal hier in Green Hill nach den Newton Keys. Weil die jetzt auch endlich mal hier sind. Das heißt, jetzt könnten sie ja vielleicht wirklich hier sein. Und... Nee, ich habe versagt. Aber ich werde sie finden, Leute. Ich werde sie finden. So wahr mein Name Gustav ist. Wir probieren es einmal hier rüber. Boing. Und hier oben ist kein Key. Dann gehen wir auch direkt wieder runter. Gönnen uns natürlich die Emeralds hier noch, alle. Ich habe jetzt schon 1 von 3000. Das mit den Emeralds geht sogar ziemlich schnell. Wenn man jetzt gar nicht versucht, die Emeralds zu bekommen, sondern eher die Keys zu bekommen. Und der Sonic sah für mich gerade so aus wie ein Key. Aber ist keiner. Aber da ist er. So, hier ist der erste Dr. Eggman Key. Perfetto. So, suchen wir weiter.
Vielleicht sind ja hier dann doch wieder welche am Rand. Vielleicht auf den Palmen, wer weiß. Wenn ich hier rauf gehe und dann so Boing mache und dann sehe ich auch nichts. Hier ist doch ein Platz für einen Key. Bitte gib. Wo ist er? Da ist einer. Auf der Palme. Da ist noch ein Key. So, jetzt habe ich meinen 5. Key. Perfekt. Huch. Danke für die Hitbox und Boing. Ich bin der Meinung, der nächste sollte eigentlich hier sein. Aber ist er scheinbar nicht. Ist er nicht. Ehrenlos. So, Dr. Eggman, wo hast du deine ganzen Schlüssel verteilt? Wo sind deine Schlüssel, Dr. Eggman? Kann doch nicht angehen, dass du hier Schlüssel verteilst. Aber mir nicht mal sagst, wo die sind. Was soll denn das? Bestimmt hier irgendwo, ne? Guck mal einfach hoch. Okay, die Emerald Pieces sind weg, aber die Keys sind hoffentlich weiterhin da. Na, aber ich finde hier nichts. Ich finde hier gar nichts. Wo sind sie? Hm. Oh, na gut. War da was? Ich bild mir mal Sachen ein. Leute, ich werd verrückt. Ich werd verrückt. Ich sehe Schlüssel, wo keine sind. Hey, da wollte ich drauf landen. Naja. Hier drin ist auch nichts in dem Loch, wo ich schon am Anfang des Streams nachgeguckt habe. So, wo habe ich noch nicht gesucht? Hier irgendwo, ne? Hier hinten, so komplett abseits, wo eigentlich niemals irgendwas sein sollte. Habe ich noch nicht gesucht. Und dieser Looping hier. Man kann hier nicht mehr auf den Looping rauf. Der ist fake. Hier ist eine unsichtbare Wand. Und der Wasserfall kommt aus dem Nichts. Das ist alles fake. Okay, so weit wie ich draußen bin, sollte man wahrscheinlich nicht raus. Weil die wollen halt wirklich nicht, dass man so viel erkundet in dem Spiel. Was ich ein bisschen schade finde. Ich finde, ein bisschen mehr könnten sie Erkundungen auch belohnen in dem Spiel. Machen sie aber nicht. Okay, Master Emerald Pieces sind gespawnt. Das ist wunderbar. Bringt mir aber immer noch keine Dr. Eggman Keys. Monsieur Eggman, wo haben sie ihre Keys versteckt? Geh ins Wasser. In welches Wasser? In das Wasser? In das Wasser da hinten? So, ich gehe in das Wasser hier. Vielleicht unter diesem... Nein, da ist eine unsichtbare Wand. Oder vielleicht auch das Wasser hier? Das Wasser hier? Ich suche einfach mal das ganze Wasser ab. Hä? Der Wasserfall ist eine unsichtbare Wand. Dann sammle ich erstmal die Emeralds hier ein. Huch, ich habe keine bekommen. Das Wasser hier oder... Da war ich schon. Guck mal noch hier. So langsam sollte ich aber das ganze Wasser hier durch haben. Hm. Ist noch mehr Wasser? Hier hinten vielleicht? Nee, ne? Hm. Leute, ich finde keine Schlüssel mehr. Wo sind die Schlüssel hin? Sie sind weg! Nein! Okay. Das war's dann wohl. Ich muss aufgeben. Und jetzt zum krönenden Abschluss werde ich euch den einfachsten Weg zeigen, wie ihr 530k Likes Giveaway in Ewigkeiten Freunde hinzufügen. Wie cool. Wie ihr den neuen Skin freischaltet. Und der einfachste Weg ist, ihr klickt hier einfach auf Unlock Now und bezahlt nur 500 Robux? Ich dachte, das wären 600. Das waren beim letzten Event doch. Ja, Schnäppchen. Bam. Ach so, das ist dann nur eine Task? Nee, Treasure Hunter Knuckles. Character Unlock. Complete all Quests. Hier steht aber, ich habe jetzt nur eine Quest. Was ist denn das für eine Fehlanzeige? Dankeschön. Hat ja richtig gut funktioniert. Aber ich habe jetzt den Treasure Hunter Skin. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!